Gutes tun. Und so ging das damals los. Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich glaube, ein bisschen was davon werde ich gleich selber noch mir selbst von da oben erzählen, denn wir werden gleich ein paar Bilder über die Mahlzeit sehen. Erst einmal ein ganz herzliches Willkommen an alle und an der Stelle schon mal einen herzlichen Glückwunsch an die Mahlzeit Altona. Da dürfen Sie gerne schon mal 20 Jahre gratulieren. Die werden heute amerikanisch versteigert. Das heißt, Sie haben das große Glück, mit einem einmaligen Einsatz von 5 Euro ein Bild mit nach Hause zu nehmen. Sie müssen einfach nur an der richtigen Stelle bieten. Das wird also nachher passieren und Live-Musik haben wir auch noch vor uns um etwa 8:30. Also wenn wir mit der Auktion durch sind, gibt es ein Live-Konzert mit Will Robert, ein ganz großartiger Gitarrist und Songwriter, der aus Cambridge extra angereist ist. So, bevor wir miteinander reden, gibt es eine Welturaufführung. Denn eigens für den heutigen Tag ist ein Film über die Mahlzeit entstanden, den ich selber noch nicht gesehen habe. Maren, hast du schon was gesehen vom Film? Ja. Ja, okay. Das ist Herrschaftswissen und ich habe noch nicht eine Sekunde davon gesehen. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank an das Computerforum Buxtehude. Da gibt es einen Videoclub und Peter Janssen und Hans-Günter Gottfried sind hier. Die haben gedreht, die haben Interviews gemacht, haben geschnitten, haben sich die Arbeit hier angeguckt und dürfen jetzt den verdienten Ruhm und Dank dafür einkassiert. Also ganz, ganz herzlichen Dank und bevor wir weitermachen, schauen wir uns das Werk an. 20 Jahre Mahlzeit und das ist das, was das Computerforum Buxtehude daraus gemacht hat. Danke. Vorgekommen, dass auf dem Wege auch nützliches, hilfreiches Geld für die Mahlzeit. Fast gar nichts mehr. Das ist wirklich Dreh- und Angelpunkt der Mahlzeit und deswegen ist der Glückwunsch auch mit einer Rüge verbunden, denn Aufopferung darf nie so weit gehen, dass jemand ganz auf der Strecke bleibt. Es sollen noch ein paar Jahre dazukommen. Ganz herzlichen Glückwunsch und komm ruhig zu mir, damit wir ein paar Worte wechseln können. Was hast du dir gedacht vor 20 Jahren, als man dir das angeboten hat? Arbeit mit obdachlosen Menschen, Leitung der Mahlzeit? Ich glaube, ich habe so gedacht, wie alle anderen auch denken, wenn sie Obdachlose irgendwo in Einkaufszentren sehen, die dort vielleicht liegen, vielleicht viel zu viel getrunken haben und habe gedacht, ups, was heißt das? Und hatte aber den Mut und auch richtig Lust, mit Obdachlosen zu arbeiten und war dann erstaunt, dass es doch alles ganz anders ist. Im Sinne eines gegenseitigen Kennenlernens und kleinen Steckbrief mit Ihnen veranstalten. Name, haben wir schon gehört? Ja, Friedrich. Ist das der einzige Vorname oder haben Sie, ich heiße zum Beispiel Steffen Gerhard Wolfgang, jetzt kann ich es mal verraten. Haben Sie noch was hinter dem Fried? Ich heiße eigentlich Friedemann, aber dieser Fried, der ist seit dem ersten Lebensjahr so und ist immer so geblieben. Ja, ich bin in Tansania geboren, am Gorongoro-Krater. Ja, und meine Eltern waren dort in der kirchlichen Mission tätig. Und dann habe ich 10 Jahre dort gelebt. Und als ich knapp zehn war, bin ich nach Lübeck oder in die Nähe von Lübeck gekommen. Größer ist manchmal auch das Problem. Ich glaube, wir müssen immer weiter daran denken, was tun wir für diese Menschen, dass sie als Menschen leben können. Und da dran zu bleiben, das finde ich, ist nicht nur eine wichtige Aufgabe von Kirche, sondern es ist auch eine wichtige Aufgabe der Stadt insgesamt. Und ich jedenfalls bin da noch im Bezirksamt und mit anderen im Gespräch, dass man daran arbeitet. Es ist eine Menge schon da, auch mit Ihrer Hilfe und mit Hilfe des Vereins entstanden und mit unserer Pflegediakonie. Also die Fäden sind ausgelegt, jetzt müssen sie verknüpft werden. Und ich würde mich freuen, wenn es bald gelingt. Da werden wir also die Einkaufswagenschlüssel, die im Zuge des 20. Geburtstags verschenkt und vergeben wurden, organisiert hat, aber eben auch so viel mehr und ergreift manches Mal finanziell auch richtig tief in die Tasche und das tut er regelmäßig und das ist ein ganz, ganz großer Segen. Herr Hanitschke, vielen Dank dafür und kommen Sie gerne zu mir auf die Bühne. Ja, guten Abend. Ja, das ist für mich auch eine relativ frische Erfahrung, dass ich hierher komme mit Marion Rede und Matthias, finde ich immer öfter. Immer häufiger ist von Matthias die Rede und die Augen leuchten. Das heißt, Sie haben hier wirklich in den letzten Monaten so vieles in Bewegung gesetzt. Ja, so einfach war das nicht, aber es war ähnlich. Also das war Ende 2015 und habe mit meiner Freundin auch abgestimmt, dass es mal sinnvoll wäre, vielleicht ein halbes Jahr nicht so aktiv in der Firma tätig zu sein. Und andere sagen dazu Auszeit. Kam ich auch zur Mahlzeit und habe dann entschieden, mich zu engagieren bei zwei Projekten. Einmal One Earth, One Ocean, das ist die Maritime Müller fuhr. Und dann war also die Idee sehr weit getragen, auch sich im sozialen Bereich
Thema Obdachlosigkeit. Klar, man geht ins Internet, man googelt. Und dann habe ich die Marion angerufen und sie hat gesagt, auf jeden Fall, komm sofort vorbei. Ich bin ins Auto gesetzt, hierher gekommen, es war gerade Frühstück. Ich werde es nie vergessen. Ich wurde sofort von Edi, dem Chefkoch, eingeteilt. Ich wusste gar nicht, was los war. Bitte vorne ran hier, Brote verteilen. Und dann war das so, dass die Schlange sich gebildet hat und Leni stand mir zur Seite und dann kam ein etwas größerer Herr, ein Obdachloser, ich glaube, er war Spanier, ne? So, war so ein 2-Meter-Mensch. So, und dann habe ich gedacht, Mensch, es hieß immer nur ein Brot pro Gast. Und dann habe ich gedacht, naja, der sieht ein bisschen groß aus und stark, und dann kommen die 2. Das war das Ende meiner aktiven Laufbahn vorne am Tresen. Weil Leni sofort ankam und sagte, Matthias, das geht hier so nicht. Erstmal jeder ein Stück Brot und dann können Sie gerne wiederkommen. Da habe ich gesagt, alles klar, Marion, was kann ich noch tun? Dann haben wir uns ins Büro gegeben und haben mal so ein bisschen erzählt, was sie macht und was ich mache und die Vorstellungen übereinander gelegt. Ja, ich bin hier, um zuzuhören. Ich höre viel zu. Jetzt muss ich mal kurz meine Freundin angucken, die denkt jetzt bestimmt gerade, ach, hier kann er das, ne? Zu Hause natürlich nicht. Das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man offenes Ohr hat für die Mitarbeiter hier. Für die Gäste bin ich weniger so der Ansprechpartner. Klar, man kennt hin und wieder mal den einen oder anderen wieder. Aber was Marion schon sagte, das geht hier durch alle Schichten. Da war es für mich komplett irritierend am Anfang, was für Menschen hier reinkamen, gut gekleidet, angezogen, höflich. Und man denkt immer, ja, was machen die hier? Uli beispielsweise ist schon seit 12 Jahren ehrenamtlicher Mitarbeiter der Mahlzeit. Mal an, weißt du noch, wie du die Mahlzeit kennengelernt hast? 12 Jahre ist es her, glaube ich. Also das kam durch Klaus. Wer ist Klaus? Das ist ein Hauptobdachloser, der hier in Italien kennengelernt hat. Und der hat mich mitgenommen. Wusste einfach, hier ist ja, Platz und das war er alleine war und dann hat er gesagt, ich kann weg. Und dann zeige ich dir, so ist es entstanden und dann habe ich dann hier gesessen. Dann haben die hier gearbeitet und dann habe ich gedacht, Mensch, warum sitzt du hier so dumm rum, warum man auch helfen kann. Und so ist das dann entstanden, dass ich dann hier reingerutscht bin. Also tatsächlich vor 12 Jahren als obdachloser Gast der Mahlzeit. Inzwischen bist du wieder mit dem eigenen... Ja, ich habe ihn gewohnt, aber auch nur durch Frau Sachs. Also das sind genau die Kontakte, die hier geknüpft werden und die eben dann doch manchmal ganz konkret weiterhelfen. Was sind deine Aufgabenbereiche in der Mahlzeit? Wo engagierst du dich hier am liebsten? Ich bin überall. Ob das in der Küche ist, in Kinder ist, also ich bin überall, so da wo man mich braucht. Was sind das aus deiner Erfahrung für Ursachen, die Menschen in die Obdachlosigkeit bringen? Es gibt wahrscheinlich viele. Ja, ist ja gut viel. Alkohol, Drogen, dann sind Scheidungen, arbeitslos geworden. Das heißt, ich habe auch schon das Original zu Hause, was er mir mal geschenkt hat, was ich in Ehren halte. Jetzt hat er wieder den Schirm an der Mahlzeit in die Mitte gerückt, das soll sie aber nicht abschrecken. Ansonsten, Sie dürfen da auch mit dem Großmutter in der Mitte drüber hängen, wenn Sie das Bild ersteigern. Außenrum sind es Hamburg-Motiv. Die Elbphilharmonie ist mit drauf, Landungsbrücken. Fischauktionshalle sind 5 Euro Schritten. Das Tolle ist, man muss einfach nur sehr, sehr lange stillhalten und dann sein. Aber es geht heute darum, auch ein bisschen Geld für die angewiesen. Insofern lassen Sie sich nicht nur von Ihrer Kunst. Ich habe das Temperament, das auch teilweise so extrem ist. Wir haben 2 Extreme gemacht. Das knallt halt auch oft, dass wir die Kurbanen. Zweiten. Und wenn ich jetzt nichts mehr sehe, dann haben wir 320 Euro zum 325 Euro. 325 zum ersten, 325 zum ersten, 335 Euro zum ersten, 335 zum zweiten und 335 zum. Ah! Oh, wie das? Nehmen wir an. Ganz großes Geschenk für die Meister. Sometimes I think that's not always the case. It's called I Built a Boat.